Guten Tag, liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Dobar dan, drage učenice i dragi učenici. Liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Drage učenice i dragi učenici. Dobrodošli na video lekciju iz njemačkog jezika za prvi razred osnovne škole. Naša tema danas je Mein Tag in der Schule. Moj dan u školi. Ich bin eure Lehrerin heute und mein Name ist Gordana Barišić-Lazar. Danas sam ja vaša učiteljica. Pripremite bilježnicu, olovku i bojce, jer ćete nešto zapisati i nacrtati. Slušalice internet, jer ćete nešto gledati i slušati. Ovu lekciju možete uvijek zaustaviti. Ako želite nešto pročitati u miru, riješiti zadatak ili pogledati video. Nakon toga video lekciju možete ponovno pokrenuti. Danas ćemo opisati što radimo u školi, te ćemo ponoviti školske stvari. Reći ćemo kako se zove škola u koju idemo, koji razred pohađamo, te kako nam se zove učiteljica i učitelj. Los, krenimo. Wie geht's? Kako si? Prima. Gut, so lala oder nicht so gut. Antworte mündlich. Odgovori usmeno. Wie geht's? Wir wiederholen. Die Farben. Ponavljamo boje. Weiß. Koja je to boja? Tako je, bijela. Gelb. Orange, rot, rosa, violett, blau, grün, braun, schwarz. Koja boja nedostaje? Tako je, bunt, šarena. I grau, siva. Was ist das? Što je to? Welche Farbe hat dein? Koje boje je tvoj? Odgovori usmeno. Was ist das hier? Ja, das ist ein Bleistift. Welche Farbe hat dein Bleistift? Antworte so. Odgovori ovako. Mein Bleistift ist rot. Na primjer, moja olovka je crvena. Sada odgovori ti. Was ist das hier? Ja, das ist ein Buntstift. Welche Farbe hat dein Buntstift? Antworte so, odgovori ovako. Mein Buntstift ist. Was ist das hier? Ein Radiergummi. Welche Farbe hat dein Radiergummi? Antworte so. Mein Radiergummi ist. Was ist das hier? Das ist ein Spitzer. Welche Farbe hat dein Spitzer? Antworte so. Mein Spitzer ist. Und was ist das? Ein Lineal. Welche Farbe hat dein Lineal? Antworte so. Mein Lineal ist. Was ist das hier? Ja, ein Buch. Welche Farbe hat dein Buch? Antworte so. Mein Buch ist. Was ist das hier? Das ist ein
Heft. Welche Farbe hat dein Heft? Antworte so. Mein Heft ist... Was ist das hier? Ja, eine Schere. Welche Farbe hat deine Schere? Antworte so. Meine Schere ist... Was ist das hier? Ja, eine Federmappe. Welche Farbe hat deine Federmappe? Antworte so. Meine Federmappe ist... Und was ist das hier? Richtig, eine Schultasche. Welche Farbe hat deine Schultasche? Antworte so. Meine Schultasche ist... Zaustavite sada lekciju i napravite rečenice usmeno ovako. Das ist ein Bleistift. Der Bleistift ist grün. Dakle, ova olovka ovdje je zelena. Mein Bleistift ist, na primjer, rosa. Moja olovka je rosa boje. Da vidimo. Das ist ein Farbstift. Der Farbstift ist rot. Mein Farbstift ist violett. Das ist ein Radiergummi. Der Radiergummi ist rosa und blau. Mein Radiergummi ist weiß. Das ist ein Spitzer. Der Spitzer ist grau. Mein Spitzer ist auch grau. Das ist eine Schere. Die Schere ist schwarz. Meine Schere ist grau. Das ist eine Federmappe. Die Federmappe ist bunt. Meine Federmappe ist auch bunt. Das ist eine Schultasche. Die Schultasche ist rot. Meine Schultasche ist blau. Das ist ein Lineal. Das Lineal ist grau. Mein Lineal ist auch grau. Das ist ein Buch. Das Buch ist weiß und schwarz. Mein Buch ist gelb. Das ist ein Heft. Das Heft ist weiß. Mein Heft ist auch weiß. Wir zeichnen. A sada ćemo crtati. Dobro se pripremite. Pripremite Buntstifte, to su bojice, ein Heft, bilježnicu oder ein Papier. Pročitajte tekst, zaustavite lekciju i nacrtajte prema uputama. A ovo je tekst. Das ist eine Federmappe. To je pernica. Die Federmappe ist rot und grau. Pernica je crvena i siva. Links ist eine Schere. Lijevo su škare. Ein Spitzer, šiljilo. Ein Radiergummi, gumica. Ein Bleistift, olovka. Ein Lineal, ravnalo. Und zwei Kulis i dvije kemijske olovke.
Die Schere ist gelb. Škare su žute. Der Spitzer ist grau. Šilo je sivo. Der Radiergummi ist weiß. Gumica je bijela. Das Lineal ist grau. Ravnalo je sivo. Der Kuli ist blau. Oder ein Kuli ist blau. Jedna kemijska olovka je plave boje. Ein Kuli ist rot. Jedna kemijska je crvene boje. Rechts sind Buntstifte. Desno su bojice. Grün, rot, orange, blau, violett, schwarz und braun. Što znači links, lijevo und rechts, desno? Evo, sad smo i ovo novo naučili. Sada, nakon što ste nacrtali crtež, pogledajte kako on zapravo izgleda. Jeste li bili blizu sa svojim crtežom? Jeste li ovako nacrtali? Zaustavite lekciju i provjerite. Was machst du in der Schule? Što radiš u školi? Što vidite na sličici? Što radimo ovdje? Ich lerne. Tako je, učim. Was brauchst du? Što trebaš? Ich brauche mein Buch oder ich brauche meine Schere. Što je točno? Tako je. Ich brauche mein Buch. Trebam knjigu za učenje. Was machst du hier in der Schule? Ich rechne. Tako je, računam. Was brauchst du? Što trebaš? Ich brauche meinen Bleistift oder ich brauche mein Lineal. Tako je. Ich brauche meinen Bleistift. Trebam olovku za računanje. Was machst du hier auf diesem Bild? Ich lese. Čitam. Was brauchst du? Što trebaš? Ich brauche meinen Kuli oder ich brauche mein Buch. Tako je. Ich brauche mein Buch. Trebam knjigu za čitanje. Und hier auf diesem Bild, auf diesem Foto, was machst du hier in der Schule? Ich zeichne, crtam. Was brauchst du? Što trebaš? Ich brauche meinen Spitzer oder ich brauche meine Farbstifte. Tako je, ich brauche meine Farbstifte. Trebam bojice za crtanje. Und was machst du hier auf dem Foto in der Schule? Ich schreibe, pišem. Was brauchst du? Što trebaš? Was ist richtig? Što je točno? Ich brauche meinen Bleistift oder ich brauche meinen Radiergummi. Tako je. Ich brauche meinen Bleistift. Trebam olovku za pisanje. Was machst du noch in der Schule? Što radiš još u školi? Što vidiš na prvoj sličici? Ich spiele. Auf dem zweiten Foto, na drugoj sličici. Ich tanze. Tako je. Und auf dem dritten Foto, na trećoj sličici. Ich singe. Das ist eine Schule. Ovo je jedna škola. Die Schule heißt die Grundschule München. Škola se zove Osnovna škola München. A sad odgovori. Wie heißt deine Schule? Kako ti se zove škola? Zaustavi lekciju i odgovori usmeno ovako. Meine Schule heißt... Das ist eine Klasse. Ovo je jedan razred. Sada odgovori. In welche Klasse gehst du? U koji razred ideš ti? Zaustavi lekciju i odgovori usmeno ovako.
Ich gehe in die erste Klasse. Ili ovako. Ich gehe in die Klasse 1a, 1b ili u koji već razred ideš. Das ist eine Klasse. Ovo je jedan razred. Das ist eine Tafel. Ovo je ploča. Ponovi. Eine Tafel. Was machst du an der Tafel? Što radiš na ploči? Zaustavi lekciju i odgovori usmeno ovako. Ich schreibe, ich rechne, ich male, ich zeichne, ich spiele. Das ist eine Lehrerin. Ponovi za mnom. Eine Lehrerin. Die Lehrerin heißt Frau Schmidt. Učiteljica se zove gospođa Schmidt. Wie heißt deine Lehrerin? Kako se zove tvoja učiteljica? Zaustavi lekciju i odgovori usmeno ovako. Meine Lehrerin heißt Frau... Das ist ein Lehrer. Ovo je učitelj. Ponovi za mnom. Ein Lehrer. Der Lehrer heißt Herr Bosch. Učitelj se zove gospodin Bosch. Sada odgovori. Wie heißt dein Lehrer? Kako se zove tvoj učitelj? Zaustavi lekciju i odgovori usmeno ovako. Mein Lehrer heißt Herr... Sada zaustavite lekciju i poveznicu bit.ly/. Das ist meine Schule. Unesite u gornju traku tražilice. Poslušajte rečenice i spojite ih sa odgovarajućom slikom. Hör zu, poslušaj. Lenas Schule. Hallo, ich bin Lena. Das ist meine Schule. Meine Schule heißt die Grundschule München. Meine Lehrerin heißt Frau Schmidt. Mein Lehrer heißt Herr Bosch. Ich gehe in die erste Klasse. Was mache ich in der Schule? Ich lerne. Ich lese im Buch. Ich schreibe mit dem Bleistift. Ich zeichne mit Buntstiften. Ich rechne im Heft. 2 + 3 ist, ich spiele mit Freunden. Ich singe und tanze gern. Und du? Was passt zusammen? Što odgovara? Zaustavi lekciju i pronađi završetke rečenica. Da vidimo rješenje. Ich gehe in die erste Klasse. Lena govori o sebi i kaže, idem u prvi razred. Ich heiße Lena. Zovem se Lena. Meine Schule heißt die Grundschule München. Moja škola se zove osnovna škola München. Meine Lehrerin heißt Frau Schmidt. Moja se učiteljica zove gospođa Schmidt. Mein Lehrer heißt Herr Bosch. Moj učitelj se zove gospodin Bosch. Ich schreibe mit dem Bleistift. Pišem sa olovkom. Ich zeichne mit Buntstiften. Crtam sa bojcama. Ich spiele mit Freunden. Igram se sa prijateljima. Ich lese im Buch. Čitam u knjizi. Ich rechne im Heft. Računam u bilježnici. 2 + 2 ist 4. 2 + 2 je 4. Du bist dran. Sada si ti na redu. Dovrši ove rečenice usmeno. A one rečenice koje ne treba usmeno dovršiti,
pročitaj. Potom za domaću zadaću nacrtaj svoju školu, svoj razred i svoju učiteljicu ili učitelja i usmeno ih opiši na njemačkom jeziku. A rečenice su ove. Hallo, ich bin. Tu kažeš svoje ime. Meine Schule heißt die Grundschule. Tu kažeš kako ti se zove škola. Meine Lehrerin heißt Frau. Kažeš kako ti se zove učiteljica. Mein Lehrer heißt Herr. Kažeš kako ti se zove učitelj. Ich gehe in die erste Klasse. Što to ono znači? Tako, idem u prvi razred. To ćeš pročitati. Ich lerne. Što to znači? Učim. Ich lese im Buch. Čitam u knjizi. Ich schreibe mit dem Bleistift. Pišem sa olovkom. Ich zeichne mit Buntstiften. Crtam sa bojicama. Ich rechne im Heft. Računam u bilježnici. Ich spiele mit Freunden. Igram se sa prijateljima. Und ich singe und tanze gern. Rado pjevam i plešem. Sada jedna pjesmica za kraj. Poveznicu bitočkica likosa crta ABC lead unesite u adresnu traku tražilice. Poslušajte pjesmicu i odgovorite. O čemu se radi u pjesmici? A odgovor je o njemačkoj abecedi. Poslušajte pjesmicu još jednom. Prepišite njemačku abecedu u bilježnicu i naučite ju na pamet. Pogledajte koja su slova u njemačkoj abecedi drugačije od slova u hrvatskoj abecedi. A sada sami odlučite koliko ste naučili u ovoj video lekciji. Možete li reći tri rečenice o svojoj školi? Navesti tri stvari koje radite u školi. Možete li otpjevati pjesmicu? Odlično, dobro ili tako tako. Odlučite sami. Das war alles für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.